Moin, jo, neue Runde DS Factory. Ja, ich habe eben auf ein bisschen Zeit gehabt, nur ein bisschen, was zu vorbereiten. Das gucken wir uns gleich an. Kurz weg. Habt ihr das letzte, ja, warum frage ich eigentlich? Garantiert habt ihr das letzte Coffee State Video gesehen, letzten Freitag, mit den neuen Munitionsarten? Und war das eigentlich auch das Video mit den Body Slots? Ja, wo er das hier gezeigt hat, finde ich auch interessant, dass man zum Beispiel jetzt endlich dann diese Stelzen, wo man schneller laufen kann, gleichzeitig anziehen kann. Zum Jetpack. Ab Update 6, Experimental, müssen wir wieder ganz ohne Mod spielen. Das heißt, mit rumfliegen ist dann auch nicht so, wie ich das da gerade mache. Hier, das ist ja ein Mod. Ja. Ist dann halt nicht. Aber man kann wenigstens schnell rennen und dann können wir ein bisschen fliegen. Aber ich finde das mit der Munition ganz geil. Übrigens hier, guck mal. Das habe ich jetzt im Gegensatz zum letzten Mal wieder umgebaut. Damit das ja ein bisschen mal gleich aussieht. Ne? Hier ist also, wie gesagt, zwei immer zusammengefasst. Ne? Das heißt hier, wenn man so will, 1, 2, 3, 4, 5, 6 AKWs und dann kommen nochmal 6 AKWs dazu. Und jetzt müssen wir mal gerade hier gucken. Ja, das passt alles. Genau, haben wir 12 AKWs. Ja, also das mit der Munition finde ich interessant. Interessant finde ich diese hier, unsere Kollegen hier, die wenn wir nachladen, die hier. Ja, da gibt es jetzt zwar jetzt das Mini-Nuke. Wer weiß, wozu das eigentlich gut ist. Was soll man damit eigentlich alles nuken? Soll man damit zum Beispiel den Atommüll nuken? Und was braucht es zur Herstellung? Weiß man nicht, hat man nicht genau gesehen. Aber ich finde interessant, diese Cluster-Munition. Ja, also wenn ihr das Ding da hinschmeißt, dass dann ringsherum halt mehrere explodieren. Das ist nämlich perfekt geeignet, wenn man das so will, perfekt geeignet, um Wälder und so ein Kram platt zu machen. Finde ich. Hier sehen wir wieder die Kaffeetasse in die Hand. Und natürlich, ganz wichtig, jetzt geht's noch nicht, H wie Heinrich, die Taste. Und man nimmt die Sache, die man in der Hand hat, wieder aus der Hand, steckt sie weg. Besser geht's nicht. Das wird ja seit, ja jetzt Jahren eigentlich requested. Ne? Da muss man jetzt mal schauen. Kann ja nicht mehr lang dauern. Wir haben jetzt, wenn mich nicht richtig erinnere, die letzte Maiwoche. Und das soll ja Anfang Juni kommen. Kommenden Dienstag glaube ich nicht, sondern ich glaube, in 2 Wochen wird das kommen. In 2 Wochen. Und wir müssen unsere Sprengstofffabrik ausbauen. Ne? Das ist hier. Ist der hier? Da. Hier drin wird ja gebaut. Gebäude verbunden 12 Mal pro Minute von diesen Dingern. Es waren nicht viele Rezepte zu sehen. Zu sehen war in diesem Teaser kurz das Rezept für die alternative eine der alternativen Munitionen für die Waffe hier. Für die hier. Ja. Ich glaube, es waren nicht diese Rezepte zu sehen für diese Obelisken. Natürlich wird man für die nichts höheren Obelisken die Standard-Obelisken brauchen. Das sind die. Die stellen wir ja hierher. Aber dann muss man schauen. Was wir nämlich hier nicht herstellen, ist, das wird nämlich hier immer mit ihm hier, ich sage genau was drin. Nee, du sollst jetzt hier nichts, geh mal raus. Der ist ja hier hinten dann eigentlich drin, ne? Ja, aber Sprit hat er. Der hat, was hat denn, das Schwarzpulver hat der angefahren, genau, das Schwarzpulver, das ist nämlich noch hier drin, da ist es, das wird hier nicht hergestellt, das Schwarzpulver wird da hinten hergestellt, wo wir die Kohle herholen für diese Fabrik. Müssen wir dann alles nochmal schauen, aber wir gehen jetzt erst nochmal zurück zur unserer Baustelle AKW. So, das habe ich also hier gebaut. Hier weiß ich noch nicht, ob ich den eigentlich so lassen will. Bin mir unschlüssig, ob ich da nicht noch von der Decke unterhänge. Das ist für die Stromanschlüsse. Oder wir lassen es halt mal so. Wir kommen mal hier hin. Du bist hier, ne? Du bist hier. Und halt, wenn wir hier supen. Ich ziehe jetzt das Kabel da nicht dran, aber wir machen jetzt mal kurz den hier. Und wo hängt denn das Ding? Hier auch in der Mitte. Okay. Den hier. Und dann ziehen wir das Ding da gerade mal rüber. So. Und so. Und hier ran. Aha. Alles klar. Mhm. Warte. Ach, das ist jetzt wieder hier. Genau, das muss da nämlich rinnen. Dann machen wir hier ein Stück zurück. Hier ist das Ding. Wir machen den hier weg. Aufpassen, dass man nichts anderes wegmacht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Der greift nämlich hier hin. Da, genau. Hängt das Ding? Wo hängt denn der? Der hängt über der Mitte. Ja, der hängt über der Mitte. Dann ist das...
Da müsste das hier sein, ne? Der steht nämlich da nicht, wo er soll. Da müsste dann. Wieso eigentlich nicht? Naja, ist mir jetzt egal. Der ist hier auf Linie. Wir müssen den mal auf Linie bringen. Der ist nicht mehr auf Linie. Sonst kommt der in den Keller. Mal weggesperrt. Ja, also ich freue mich schon irgendwie ein bisschen auf Update 6. Ich bin ja immer noch der Meinung, da ist was drin, was sie uns nicht sagen. Soll das so? Ja, das soll so. Ich bin... Übrigens kennt ihr noch die gute alte Zeit, wo ich morgens um 5 aufnehme. Das ist auch wieder so ein Ding. Wir haben nämlich heute nicht lang Zeit. Letzte Woche wahrscheinlich im Krankenhaus. Die hier. Und dann... Endlich wieder raus, ne? Endlich wieder raus, aber ich muss heute, deswegen nehme ich das so früh auf. So, das ist also fürs Turm. Die sind ja schon versorgt, das habe ich hier so gemacht, ne? Finde ich eigentlich in Ordnung. Wenn du mehrere hast, die dann so in der Reihe gehen, also hier haben wir die drei Grundmaterialien, habe ich hier bei dem einen, habe ich glaube ich ein Rezept mal reingemacht, ja genau hier. Haben wir die drei Grundmaterialien, die kommen hier an, hier rein, damit ich den hier rüberkriege, ist der halt jetzt hier. Einmal geht er nach da und einmal geht er nach da und drunter. Das ist ein MK3-Band, oder sagen wir so, das sind alles MK3-Bänder. Die anderen MK1, aber ich guck mal gerade, ob MK1 nicht doch 20 die Minute passt schon. Das passt schon, die laufen dort voll. Ja, hier kommt der Kram raus. Hier gucken wir jetzt mal gerade, wie weit ist denn sowas überhaupt weg? Ich will ja drei von diesen Dingern haben. Wir machen mal hier Logistik. Machen wir hier eins. Oh, welche drei habe ich denn angeschlossen? Die linken drei, ne? Ja, genau. Und da sind es die rechten drei. Der zeigt aber nach da, also müssen wir die linken drei anschließen. Dann machen wir das mal so. Warte mal, geht das eigentlich, wenn man das so macht? Eins, zwei. Oh, der ist eins zu weit. Dann machen wir hier drei von diesen. Eins, zwei. 1, 2. Schau mal, die Taste geht mir auf den Senkel, aber das habe ich ja wegen so weg. Ja, ich will die H-Taste. Dann gucken wir mal hier gerade 3. Machen wir es mal nicht so. Oder machen wir das neben? Wir machen sie mal hier hin. Wo hängt denn die Dinger? Wo hängen denn die hier? Ah, die stehen hier vorne. Okay, die stehen hier. Ah, da kommen wir mal so 1. 2, 3. Ich glaube, der müsste 2, 3. Oh, der ist nur in 2 hoch. Okay. Dann ist der in 3 hoch von der Theorie und dann ist der in 4 hoch. Die sind dann aber niedriger, ne? Ja. Aber gut, dann ist das ist dann doch schon wieder theoretisch symmetrisch, weil wenn wir das hier, also da hinten genauso machen wie hier, dann passt das dann schon. Das testen wir jetzt gerade mal. So, da bin ich immer mit dem einen wahrscheinlich ein Stück zu weit weg. Ja, das sehe ich ja jetzt schon. Wenn man den jetzt hier nimmt, jup, dann lass uns den mal hier nochmal dahin stellen. Wir machen den hier gerade nochmal hin. So, da ist er hin. Jetzt gucken wir mal schnell. Das machen wir jetzt nur bei dem einen, den Rest mache ich dann wieder im Off. Wir gucken nämlich, wo wir die zusammenfädeln gleich. So. Und wenn ich jetzt wieder nicht einen Gedankenfehler hier drin habe, dann ziehen wir den hier auch nochmal lang, schnell. Ja, das müsste eigentlich passen. Da brauchen wir hier noch, ich habe sie hier, warte mal, das ist ja hier ein Splitter, genau, das müsste passen. Und dann machen wir den nämlich so. 1. 2. Warte mal, das geht dann glaube ich nicht, ne? Lass mich mal gerade gucken. Nimmt er dem den Platz weg? Warte mal. Nee, nimmt er nicht. Das passt unten durch. Meiner Meinung nach. Das passt schon unten durch. So, dann machen wir das gerade nochmal fertig. Das ist interessant, dass die manchmal nicht snappen und manchmal snappen sie doch. Also da kommt auch manchmal dann überhaupt keine Linie. Warte mal, habe ich den jetzt hier? Nee, habe ich nicht. Ja, das ist mir auch schon, warum das manchmal ist, weiß ich nicht.
Jetzt ziehen wir den gerade nochmal hier rüber. Sollte eigentlich alles richtig gesnappt sein. Das sind 1er Bänder. Wie ihr seht, MK1. Friemeln wir den da nochmal dran. So. Machen wir den nicht schnell zu. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt von vorne gucke, habe ich wieder irgendwas schief gemacht oder krumm oder wie auch immer. Und dann gucken wir mal, wie wir die da vorne zusammenfädeln und den da hinten in der Ecke steht. Also die Reihe da hinten. Die mache ich dann genauso wie die. So. Die sind natürlich niedriger als die. Das ist dann wieder was, was mich wahrscheinlich triggert. Weil dann könnten wir sie da vorne nämlich zusammenfassen. Wisst ihr, was ich meine? Das ändere ich dann noch ab. Jetzt wird schon wieder gesagt, gucken wir mal. Wie mockt man das? Wir machen eigentlich mit dem... Ich gehe mal mit dem hier weiter. Ich ziehe den erstmal hier hin. Oh, habe ich nicht mehr genug Platten da wahrscheinlich. Wir ziehen den erstmal hier hin. Weil ich bin der Meinung, dass wir mit diesem ganzen Kram, was hier rumstrahlt, nicht hier vorne dann lang gehen, sondern nach hinten weg. Deswegen den hier weiter raus. Ja, so. Und dann hier rum. Und die bleiben mit 6 Linien zusammen. Wie weit kriegen wir die hier rum? Das müsste hier der. Der ist dann der innere. Also der äußere. Ich will hier noch Platz. Und dann machen wir hier die 2 Platz. Lass mich mal hier gucken, was wir machen. 1, 2. Wenn wir mit dem hier rumgehen. Kriegen wir das hin? Also wir gehen hier lang. Ziehen jetzt mal nach da. Und dann friemeln wir den hier rum. Also so machen wir den hier dran. Ne? So. Und den auch noch. Warte. Der muss auf diese Linie. Hier 1, 2. Und rum da. Da. Da sind die auch hier näher zusammen. Seht ihr da ja, ne? Und dann gehen die nach da. Und die stoßen dazu. Die müssen höher. Alter, wie machen wir denn das? Ich hol mal noch ein paar Eisenplatten schnell. So, mal gerade noch ein paar Platten geholt. Und dann ziehen wir nämlich den da auch nochmal. Ich ziehe den mal hier vor. So, dann können wir den nämlich mal schnell hier vorziehen. Und dann gucken wir mal. Vom Rand bin ich weg. Jetzt wird es nämlich eh duster. Und dann sieht man auf YouTube wieder nicht viel. So. Mal so. So. Und die Dinger stoßen dann hier dazu und dann haben wir trotzdem hier noch Platz, weil das wird ja enger. Und den muss ich höher machen. Ja, wir können ja mal gerade hier gucken, das ist ja der äußere wieder. Wir gehen mal mit dem hier weiter. Müssen wir dann auch wieder gut beschriften. Okay, dann mach mal den hier in die Mitte. Wo hängt der da? 1, 2. Und dann muss der... Machen wir den ein Stück länger. So, da sieht man es besser. 1. Oh, war da jetzt schon 2? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, hörst du auf. Die haben noch den richtigen Abstand, ne? Ja. Die haben den richtigen Abstand. Dann ziehen wir den hier. Dann geht das nämlich hier. Oh. So zu lang hier. Ey, dann ziehen wir den hier schnell hier runter. Irgendwas schief? Nee, eigentlich nicht. Da ist nichts schief. Und dann können wir nämlich den hier hoch da lang friemeln. Den da lang. Mann! Wieso macht er denn das? Dann halt nicht. Wenn du mich hier vertüdeln willst, war da nicht eigentlich mal irgendwas mit dem... Sag mal, ist das Ding jetzt näher zusammen? Nee, eigentlich nicht, ne? Guck mal, hier macht das nicht. Hier macht das nicht. Interessant, ne? Ja, ist halt so Dissectory. So, und dann... Jo. Bin auch gut. Das ist, von oben siehst du das manchmal so blöd, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Dann kommt hier eine Verbahnung. Ja. Dann wird hier verbahnt.
So. Und so. Hörst du auf. Ach, jetzt muss ich hier. Genau das, ne? Taste H im. Taste H im Update 6. Hast du dieses Problem nicht mehr. Ja, 1, 1, 2, rum. Dann kann man hier so gucken. 1, 2, rum. Hoffentlich habe ich mich nicht vertan. 1, 2, rum. Und rum. Ja doch. Wollt ihr denn? Alles klar, das ändere ich ab. Kann ich wieder abreißen. Macht das in die selbe Höhe wie das und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.